Guten Tag, meine Damen und Herren. Uns seien Sie erneut begrüßt zu einer Sendung der Kirche des ewigen Gottes. Heute möchte ich ein Thema behandeln, das vielleicht bei vielen zu Irrtümern und Missverständnissen geführt hat. Ein Thema, das von den meisten Predigern heutzutage total falsch verstanden und dann auch angewendet wird. Die Frage nämlich, ob Gott heute alle Menschen zum Heil führen will, ob Gott heute alle Menschen bekehren will, ob Gott will, dass sich heute alle Menschen zu dem wahren Glauben bekehren. Und ist er dabei, eine total verzweifelte Aktion durchzuführen in dieser Welt, um so viele Menschen wie möglich zur Wahrheit führen zu können? Sollten Sie versuchen, andere zu Ihrem Glauben zu bekehren? Kam Jesus Christus in diese Welt vor ungefähr 2000 Jahren, um alle Welt zur jetzigen Zeit zu dem wahren Glauben zu führen? Sind alle die verloren, die seit den letzten 2000 Jahren Jesus Christus nicht anerkannt haben? Ist heute, wie ich fragte, der einzige Tag des Heils, die einzige Zeitspanne, während der wir Erlösung erhalten können, die einzige Möglichkeit für die Errettung aller Menschen? Nun, wenn wir uns das Beispiel Jesu Christi anschauen, wie er gelebt hat, als er auf dieser Erde wandelte, dann können wir klar und deutlich feststellen, dass dies unmöglich die Absicht Jesu Christi und Gottes des Vaters gewesen sein kann, damals alle Menschen zum Heil zu führen. Und das Gleiche gilt für uns heute. Ich möchte ein wenig im Matthäusevangelium lesen, um Ihnen zu verdeutlichen, wie Jesus Christus sich damals gegenüber der Mehrheit der Menschen verhalten hat. In Matthäus Kapitel 7, angefangen in Vers 6, gibt Jesus Christus seinen Jüngern eine Warnung mit. Und diese Warnung gilt heute genauso, wie sie damals vor ungefähr 2000 Jahren galt. Matthäus Kapitel 7 und Vers 6. Da sagt er nämlich, ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, damit die sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen. Er sagt mit anderen Worten, gebt euer Wissen nicht denen preis, die es nicht verstehen können, die aber dann versuchen werden, eure Worte zu verdrehen und gegen euch zu gebrauchen. Das hört sich nicht so an, als ob Christus damals versucht hätte, alle Menschen zur Wahrheit zu bekehren. In Matthäus Kapitel 8 lesen wir dann folgende weitere Stelle, angefangen in Vers 1. Als er aber vom Berge herabging, folgte ihm eine große Menge. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will es tun, sei rein. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Und Jesus sprach zu ihm, sieh zu, sage es niemandem, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere die Gabe, die Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Auch das ist eine wichtige Aussage hier, ihnen zum Zeugnis. Darauf werden wir später noch eingehen. Aber hat Jesus Christus hier diesen Geheilten aufgefordert, aller Welt zu verkünden, dass Jesus ihn geheilt hat? Wie das heute in diesen Massenheilungsveranstaltungen geschieht, wo ein Prediger angeblich jemanden heilt und dann kann die ganze Welt dies bezeugen? Nein, das genaue Gegenteil hat Jesus Christus hier diesem Menschen gesagt, der geheilt wurde. Jesus wollte nicht, dass ihm die Leute wegen seiner Wundertaten folgten. Schauen wir uns auch in Kapitel 8, Vers 18 an von Matthäus. Matthäus 8 und Vers 18. Als aber Jesus die Menge um sich sah, befahl er, hinüber ans andere Ufer zu fahren. Er zieht sich von der Menschenmenge zurück, anstatt zu versuchen, sie alle zu bekehren. In Kapitel 9, angefangen in Vers 27. Matthäus Kapitel 9, angefangen in Vers 27. Und als Jesus von dort wegging oder weiterging, folgten ihm zwei Blinde. Die schrien, ach du Sohn Davids, erbarme dich unser. Und als er heimkam, traten die Blinden zu ihm. Und Jesus sprach zu ihnen, glaubt ihr, dass ich das tun kann? Da sprachen sie zu ihm, ja Herr. Da berührte er ihre Augen und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden geöffnet. Und Jesus drohte ihnen und sprach, seht zu, dass es niemand erfahre.
Auch hier sehen wir wiederum, dass Jesus nicht will, dass die Wahrheit seiner Wundertaten verkündet wird. In Matthäus 10 lesen wir angefangen in Vers 5. Nachdem Jesus Christus die 12 Apostel berufen hat, diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach: Geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht in keine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Den Aposteln war es damals nicht erlaubt, das Evangelium den Heiden zu verkünden, selbst noch nicht einmal den Samaritern. Warum? Wenn es die Absicht Jesus Christus gewesen wäre, alle Menschen damals zum Heil zu bekehren. Lesen wir auch Matthäus 12, angefangen in Vers 15. Matthäus 12, angefangen in Vers 15. Als aber Jesus das erfuhr, mit anderen Worten, die Pharisäer waren jetzt zusammengekommen, um herauszufinden, wie sie ihn töten könnten, als Jesus das erfuhr, entwich er von dort. Und eine große Menge folgte ihm. Und er heilte sie alle und gebot ihnen, dass sie ihn nicht offenbar machten. Also auch hier lesen wir, dass Jesus den Geheilten gebot, der Menge, die er jetzt geheilt hat, ihn nicht offenbar zu machen. Ihn nicht zu verkünden, dass er derjenige war, der als der Messias bekannt werden würde, der eben alle Krankheiten heilen könnte. In Vers 19, im gleichen Kapitel, Matthäus Kapitel 12 und Vers 19. Da heißt es über seine Predigtart und Weise, wie er sprechen würde. Er wird nicht streiten, noch schreien, und man wird seine Stimme nicht hören auf den Gassen. Er war also nicht jemand, der da an einer Straßenecke stand mit einem Schild, um die Leute durch die Warnung auf einem Schild zur Wahrheit zu bekehren. Er war nicht jemand, der sich im Fernsehen sozusagen, wenn man das auf die heutige Zeit beziehen würde, hingestellt hätte und geschrien hätte, um die Menschen dazu zu bringen, ihm zu folgen. Nein, seine Wahrheit, die er verkünden würde, wurde auf eine andere Art und Weise verkündet. Er kämpfte also nicht mit verzweifelten, aufpeitschenden Worten, um die Massen an sich zu ziehen. Er wusste nämlich, dass dies vergeblich sein würde. Und die heutigen Prediger, die heutigen Geistlichen, die das tun, sollten auch erkennen, dass das vergeblich sein würde. Und wir sehen gleich noch, warum. Matthäus Kapitel 13, angefangen in Vers 1. Das heißt, nebenbei bemerkt, natürlich nicht, dass Jesus manchmal nicht seine Stimme erhob. Das hat er schon getan. Vor allen Dingen, wenn er sehr ärgerlich wurde über den Unglauben, die Verhärtung des Herzens der Menschen, mit denen er zusammenkam. Aber das war nicht seine Modus operandi sozusagen, um Leute zur Wahrheit zu bekehren. Matthäus Kapitel 13, angefangen in Vers 1. An demselben Tage ging Jesus aus dem Hause und setzte sich an den See. Und es versammelte sich eine große Menge bei ihm, sodass er in ein Boot stieg und sich setzte. Und alles Volk stand am Ufer. Und er redete vieles zu ihnen in Gleichnissen und siehe, und sprach, siehe, da ging ein Seemann aus zu sehen. Und dann sprach er hier das Gleichnis vom Seemann. Und das sprach er, wie das heute die meisten ihnen weismachen würden, damit die Menschen besser verstehen könnten, was er sagen wollte. War das der Grund, warum er in Gleichnissen sprach? Als ich damals in der protestantischen Kirche groß wurde, wurde mir das beigebracht. Er sprach in Gleichnissen, damit die Massen der Menschen besser verstehen könnten, was er ihnen mitteilen wollte. War das der Grund, warum Christus in Gleichnissen sprach? Schauen wir uns Vers 10 an. Und die Jünger traten zu ihm und sprachen: Warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Und er antwortete und sprach zu ihnen: Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches zu verstehen. Aber diesen ist es nicht gegeben. Also er beginnt hier, die Antwort auf die Frage zu bringen, warum er in Gleichnissen zu denen sprach. Weil es denen nicht gegeben war. Die Geheimnisse des Himmelreiches, des Reiches Gottes, des Reiches, das vom Himmel aus regiert wird, zu verstehen. Das ist das genaue Gegenteil von dem, was Sie vielleicht gehört haben in der Vergangenheit, dass er mit Gleichnissen sprach, damit die eben das noch besser verstehen könnten. Es handelt sich hier um Geheimnisse, die den meisten Menschen verborgen sein würden. Schauen wir uns Vers 13 an.
Darum rede ich zu ihnen in Gleichnissen. Denn mit sehenden Augen sehen sie nicht, und mit hörenden Ohren hören sie nicht, und sie verstehen es nicht. Und an ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt, der da sagt: Mit den Ohren werdet ihr hören und werdet es nicht verstehen. Und mit sehenden Augen werdet ihr sehen und ihr werdet es nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Ihre Ohren hören schwer. Ihre Augen sind geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfe. Oder man könnte auch übersetzen, damit ich sie nicht heile. Aber jetzt wird hier eine geistliche Heilung angesprochen. Vers 16. Aber selig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und sie haben es nicht gehört. Schauen Sie, er sprach mit Gleichnissen, damit die überwiegende Masse der Menschen nicht verstehen sollten, was die Geheimnisse des Reiches Gottes beinhaltet. Vers 34 im gleichen Kapitel. Das alles redete Jesus in Gleichnissen zu dem Volk. Und ohne Gleichnisse redete er nicht zu ihnen, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Ich will meinen Mund auftun in Gleichnissen und will aussprechen, was verborgen war vom Anfang der Welt an. Schauen Sie, Christus sprach in Gleichnissen zu den Massen, damit sie die Geheimnisse des Himmelreiches nicht verstehen sollten. Die Jünger, denen die Wahrheit offenbar werden würde, die konnten durch die Gleichnisse dann die Wahrheit sogar noch besser verstehen. Das ist richtig, aber das bezog sich lediglich auf die Jünger. Das bezog sich nicht auf die Masse der Menschen. Jesaja sagt uns auch, und Christus hier zitiert ja aus dem Buch Jesaja, dass Gott zu seiner Zeit, also auch zur Zeit von Jesaja, den Menschen Ohren und Augen verschlossen hatte, sodass sie die Wahrheit nicht würden erkennen können. Schauen wir uns dies kurz einmal in Jesaja Kapitel 29 an. Jesaja 29, angefangen in Vers 12. Jesaja 29, angefangen in Vers 10. Und ich lese die Verse 10 bis 12. Denn der Herr hat über euch einen Geist des tiefen Schlafes ausgegossen, und eure Augen, die Propheten, zugetan. Und eure Häupter, die Seher, hat er verhüllt. Darum sind euch alle Offenbarungen wie die Worte eines versiegelten Buches, das man einem gibt, der lesen kann, und der spricht: Lies das doch. Und er spricht: Ich kann nicht. Es ist versiegelt. Oder man gibt einem, der nicht lesen kann, und spricht: Lies doch das. Und er spricht: Ich kann nicht lesen. Vers 13. Und der Herr sprach: Weil dies Volk mir naht mit seinem Munde und mit seinen Lippen mich ehrt, aber ihr Herz fern von mir ist und sie mich fürchten nur nach Menschengeboten, die man sie lehrt. Darum will ich auch hinfort in diesem Volk wunderlich umgehen, aufs Wunderlichste und Seltsamste, dass die Weisheit seiner Weisen vergehe und der Verstand seiner Klugen sich verbergen müsse. Also auch damals hat Gott die Augen der Massen verblendet, damit sie die Wahrheit nicht erkennen könnten. Warum? Weil sie richtig gar nicht bewusst Gott anbeten und ihm gehorchen wollten. Die wollten nicht das tun, was Gott ihnen sagte. Die wollten lediglich nach Menschengeboten leben. Die wollten so leben, wie alle anderen lebten. Aber Gott akzeptiert eine solche Anbetung nicht. Wenn Gott Augen verschließt, dann muss auch Gott Augen öffnen. Mit anderen Worten, Gott muss Reue geben. Gott muss Umkehr gewähren. Gott muss uns zur Wahrheit führen. Schauen wir uns in Römer Kapitel 2 einmal an, dass Umkehr, das wahre Reue, dass das Bestreben, sich ändern zu wollen, nur von Gott kommen kann. Römer Kapitel 2 und Vers 4. Da sagt uns nämlich Paulus: Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet, oder besser übersetzt zur Reue leitet, zur Umkehr leitet, zur Bekehrung leitet? Es muss dies
von der Güte Gottes ausgehen. Interessant ist nun, dass uns Gott ganz klar sagt, dass er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Schauen wir uns diesen 1. Timotheus Kapitel 2 an. Es ist nicht so, dass Gott nicht will, dass Menschen zur Wahrheit kommen. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Aber wir haben gesehen, dass Gott die Augen der Menschen verblendet hat. Dass dies zur Zeit von Jesaja der Fall war, dass dies zur Zeit von Jesus Christus der Fall war. Die konnten also nicht zur Wahrheit kommen. Wie ist dieser Widerspruch zu erklären? Und wie sieht die Lösung dieses Problems aus? 1. Timotheus Kapitel 2. 1. Timotheus Kapitel 2 und angefangen in Vers 3. 1. Timotheus Kapitel 2 und angefangen in Vers 3. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde, und man kann auch übersetzen, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber wie ist das möglich, wenn die meisten heute verblendet sind, von Gott verblendet wurden? Oder zumindest hat Gott es zugelassen, dass sie verblendet sind und sie daher von daher nicht zur Wahrheit kommen können im gegenwärtigen Zeitpunkt. Kehren wir zum Buch Matthäus zurück. Matthäus Kapitel 15, angefangen Vers 22. Matthäus Kapitel 15, angefangen und Vers 22. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und sprie: Ach Herr, du Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und er antwortete ihr: Kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er aber antwortete und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Und er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brotsamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Und da antwortete Jesus zu ihr und sprach: Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund oder geheilt zu derselben Stunde. Sicherlich war hier auch eine Prüfung mit verbunden. Sicherlich wollte Christus sehen, wie groß der Glaube der Frau war, um eine Heilung für ihre Tochter empfangen zu können. Aber gleichwohl sagt Christus auch deutlich, dass er zum damaligen Zeitpunkt nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt worden war, also nicht zu den Heiden. Das stimmt mit dem nicht überein, wenn man sich vorstellt, dass Christus kam, um damals alle Welt zu erretten. Schauen wir auch in Matthäus Kapitel 16, Vers 20 an. Matthäus Kapitel 16 und Vers 20. Nachdem Christus seinen Jüngern einiges erklärt hatte über das Himmelreich, über das Reich Gottes, über seine eigene Person, sagte er in Vers 20, da gebot er seinen Jüngern, niemanden zu sagen, dass er der Christus sei. Er wollte dies zum damaligen Zeitpunkt nicht verkündet wissen. Seinen Jüngern war es damals nicht erlaubt, anderen zu verkünden, dass er der Christus war. Warum? Wenn Christus damals gekommen ist, um alle Menschen zu erretten. Denn Errettung können wir ja nur durch Jesus Christus erlangen. Das ist auch eine Überlegung, eine Vorstellung, die von den meisten heute, selbst im christlichen Glaubensbereich, nicht geteilt wird. Die meinen, es gibt viele Wege, zu Gott zu kommen. Das ist nicht die Lehre der Bibel. Schauen wir uns an, was der Apostel Petrus klar und deutlich gesagt hat. In Apostelgeschichte Kapitel 4 und Vers 12. Warum können wir nicht das glauben, was uns die Bibel lehrt? Warum müssen wir immer mit Alternativen aufwarten, nur weil wir vielleicht nicht verstehen, warum die Bibel lehrt, was sie lehrt? Apostelgeschichte Kapitel 4 und Vers 12. Zunächst einmal greift er mehr oder weniger die Ältesten und Obersten an, die Jesus Christus abgelehnt haben. Und dann sagt er in Vers 12, in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Kein anderer Name als der Name Jesu Christi ist den Menschen gegeben, um Errettung erlangen zu können.
Das ist die Aussage Jesu Christi durch den Apostel Petrus. Aber wie kann das sein? Wenn auf der anderen Seite Gott die Menschen verblendet hat oder erlaubt hat, dass sie verblendet sind, sodass sie nicht Jesus Christus anerkennen. Und auch die meisten, die sich heute zum Christentum bekennen, erkennen Jesus Christus ja wirklich nicht als ihren Herrn an, dem man gehorchen muss. Derjenige, der uns sagt, wie wir leben müssen. Die meisten sagen zwar, sie seien Christen, aber glauben sie wirklich dem, was Christus gelehrt hat, als er sagte, ich bin nicht gekommen, das Gesetz abzuschaffen? Er hat dem jungen Reichen gesagt, der ihm nachfolgen wollte und der das ewige Leben erhalten wollte, wenn du mir nachfolgen willst, wenn du das ewige Leben erhalten willst, so halte die Gebote. Und dann hat er die 10 Gebote als Beispiel zum Ausdruck gebracht. Er sagte, ich bin nicht gekommen, die Gebote meines Vaters abzuschaffen, ich habe die Gebote meines Vaters gehalten. Wie viele Christen haben heute die gleiche Einstellung zu den Geboten Gottes? Nun gehen wir kurz auch auf einige Stellen im Buch Markus ein. Markus Kapitel 3, angefangen in Vers 10. Markus Kapitel 3, angefangen in Vers 10. Denn er heilte viele, sodass alle, die geplagt waren, über ihn herfielen, um ihn anzurühren. Und wenn ihn die unreinen Geister sahen, fielen sie vor ihm nieder und sprachen, du bist Gottes Sohn. Und er gebot ihnen streng, dass sie ihn nicht offenbar machten. Also selbst die Dämonen, die Menschen besessen hatten, erkannten natürlich Jesus als den Sohn Gottes an. Aber Jesus gebot den Menschen, die von den Dämonen besessen waren, ihn nicht zu offenbaren. Auch hier wiederum die Frage, warum? Wenn Christus kam, um damals alle Menschen zum Heil zu führen. In Kapitel 3 und Vers 13 lesen wir dann, und er ging auf einen Berg und rief zu sich, welche er wollte. Und sie gingen hin zu ihm. Hier wird auf die Auserwählung angespielt. Hier wird auf die Berufung angespielt. Gott muss uns auserwählen. Er muss uns berufen aus der Masse, der Menge. Schauen Sie, er rief zu sich, welche er wollte. Nicht unbedingt die, die kommen wollten, sondern die er haben wollte. Zumindest hier für den Auftrag, den er ihnen geben würde, dass sie die Apostel werden würden. In Markus Kapitel 5, angefangen in Vers 35. Markus Kapitel 5, angefangen in Vers 35. Als er so noch redete, kamen einige aus dem Hause des Vorstehers der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du weiter den Meister? Denn hier war dieser Vorsteher gekommen und hatte Jesus Christus gebeten, seine Tochter zu heilen. Vers 36. Jesus aber hörte mit an, was gesagt wurde, und sprach zu dem Vorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Vers 37. Und er ließ niemanden mit sich gehen. Er hat also hier keine Massenheilungsveranstaltung durchgeführt. Er ließ niemanden mit sich gehen, als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und sie kamen in das Haus des Vorstehers, und er sah das Getümmel, und wie sie sehr weinten und heulten. Und er ging hinein und sprach zu ihnen, was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Die wussten, dass das Kind tot war. Aber er sprach hier von dem Schlaf des Todes, aus dem man erweckt werden kann. So, sie verlachten ihn. Was hat Christus jetzt getan? Hat er ihnen jetzt ein Zeugnis gegeben, dadurch, dass er vor allen jetzt die Heilung durchgeführt hat? Das genaue Gegenteil hat er getan. Und er trieb sie alle hinaus. Und er nahm mit sich den Vater des Kindes und die Mutter und die bei ihm waren und ging hinein, wo das Kind lag. Und er ergriff das Kind bei der Hand und sprach zu ihm, Talita kum, das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, stehe auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war aber 12 Jahre alt und sie entsetzten sich sogleich über die Maßen. Und er gebot ihnen streng, dass es niemand wissen sollte. Und sagte, sie sollten ihr zu essen geben. Keine öffentliche Heilung hier. Sogar das Verbot, die Heilung öffentlich bekannt zu machen. Christus kam nicht, um hier in irgendeiner Form eine Bekehrungskampagne zu starten. Für alle Menschen damals. Schauen wir uns auch im Johannesevangelium an. Im 5. Kapitel, was dort geschrieben steht. Johannes Kapitel 5. Und in Vers 13. Johannes Kapitel 5 und Vers 13. Auch hier hat er eine Heilung durchgeführt an einem Menschen. Und als dann nachher die Pharisäer kamen, die das bezweifelten, dass er wirklich krank war und dann geheilt wurde, die wollten jetzt wissen, wer das war und wollten dann
Jesus ergreifen. Vers 13, der aber gesund geworden war, wusste nicht, wer es war. Denn Jesus war entwichen, da so viel Volk an dem Ort war. Also er wollte gar nicht von dem Volk als der Messias, als der Heilende verstanden werden. Er wollte nicht zum damaligen Zeitpunkt bekannt werden. Auch das gibt natürlich Anlass zur Frage, warum. Johannes Kapitel 6, angefangen in Vers 24. Johannes Kapitel 6, angefangen in Vers 24. Als nun das Volk sah, dass Jesus nicht da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in die Boote und fuhren nach Kapernaum und suchten Jesus. Und als sie ihn fanden am anderen Ufer des Sees, fragten sie ihn, Rabbi, wann bist du hergekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt. Selbst das war noch nicht einmal der Grund, warum sie Christus nachfolgen wollten, weil sie die Wundertaten gesehen hatten, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Mit anderen Worten, er hatte denen natürlich Brot gegeben. Die waren ja in der Wüste, hatten nichts zu essen. Und Christus sagt, das ist an sich der Grund, warum ihr mir folgt. Ihr wollt also materielle Segnungen haben. Es geht euch nicht um die Wahrheit. Es geht euch noch nicht einmal darum, zu erkennen, dass ich der Messias bin, weil ich Wundertaten vollbringe. Schauen Sie, auch hier versucht Christus nicht krampfhaft alle an sich zu ziehen. Mit diesen Worten hat er das sicherlich nicht erreichen können. Er hat diese Worte bewusst gebraucht, um klarzumachen, dass es nicht darum geht, Christus aus falschen Motiven zu folgen. In Johannes Kapitel 6 und Vers 44 macht er dann etwas sehr deutlich. Etwas, was die meisten heute überhaupt nicht zu verstehen scheinen. Dass ihrer Handlung total einen Widerspruch erbringt. Mit anderen Worten, sie tun etwas, was Christus gesagt hat, das man eben nicht tun soll, weil sie nicht verstehen, wie man überhaupt zur Wahrheit gelangen kann. Johannes Kapitel 6 und Vers 44. Er sagt, es kann niemand zu mir kommen. Und denken wir daran, dass Petrus gesagt hat, in keinem anderen ist das Heil. Aber Christus sagt, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Und er bestätigt dies erneut in Vers 65 im gleichen Kapitel. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Der Vater muss uns motivieren. Der Vater muss uns ziehen. Der Vater muss uns die Wahrheit offenbaren. Der Vater muss uns zeigen, warum es absolut notwendig ist, zu Christus zu gelangen. Ihn als unseren persönlichen Erlöser anzunehmen, ihm zu gehorchen, ihm zu leben, wie er damals gelebt hat. Schauen Sie, man kann nicht einfach in die wahre Kirche Gottes hineingelangen, weil man das so gerne möchte. In Apostelgeschichte 2 wird uns deutlich gezeigt, wie man ein Mitglied der Kirche Gottes, des Leibes Jesu Christi werden kann. Nicht als Baby, das getauft wird und dann automatisch ein Mitglied der Kirche Gottes ist. Das ist jedenfalls nicht die Art und Weise, wie man ein Mitglied der wahren Kirche Gottes werden kann. Apostelgeschichte 2 und Vers 47. Angefangen in Vers 46, um den Zusammenhang zu sehen. Sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen, Vers 47, und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Auch hier wiederum, es ist Gott, der uns zu Christus zieht, der uns dann in seinen Leib, den Leib Christi, hineinführt, um Errettung in diesem Leben erhalten zu können. In Lukas Kapitel 12 sagt uns Christus deutlich, was er von seiner Kirche hält. Ein krasser Widerspruch zu der Überlegung, dass das gesamte Christentum heute zu seiner Kirche gehören würde. Das Christentum ist ja die mächtigste Religion der Welt. Das steht mit dem, was Christus hier in Lukas Kapitel 12 und Vers 32 sagt, im krassesten Widerspruch. Lukas Kapitel 12 und Vers 32. Er sagt in Vers 31, trachtet vielmehr nach seinem Reich, so wird euch das alles zufallen, all diese materiellen Dinge, die man gerne haben möchte. Es geht nicht darum, Christus zu folgen, weil man materielle Dinge haben will, sondern es geht darum, Christus zu folgen, um das Reich Gottes zu ererben. Und dann sagt uns Christus, diese materiellen Dinge, die werden euch zugefügt werden. Aber er führt dann in Vers 32 die Stelle auf, die ich hier
besonders betonen möchte, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Kleine Herde wird hier erwähnt. Keine großartige, gewaltige, massenumfassende, weltweite Organisation. Eine kleine Herde. Und das sind die, die das Reich Gottes ererben werden. Schauen Sie, das Wort Kirche ist ja eine Übersetzung des griechischen Wortes Ekklesia. Und das hat die Bedeutung von herausgerufen. Das sind die, die herausgerufen sind aus den Massen der Menschen. Das sind nicht die Massen der Menschen. In 1. Korinther Kapitel 1 sagt uns Paulus, dass auch damals, zu seinem Zeitpunkt, die überwiegende Mehrheit der Menschen die Wahrheit nicht erkennen konnte. 1. Korinther Kapitel 1, angefangen in Vers 22. Er sagt, die Juden fordern Zeichen, die Griechen fragen nach Weisheit, wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, denen aber, die berufen sind. Juden und Griechen predigen wir Christus als Gottes Kraft und als Gottes Weisheit. Man muss also berufen sein, um das erkennen zu können, was Jesus Christus für uns getan hat und was er heute nach wie vor tut und was er für uns in der Zukunft tun wird. Er ist, wie es hier heißt, Gottes Kraft. Er ist Gottes Weisheit. Aber die, die nicht berufen sind, die können dies nicht verstehen. Für die ist das Torheit. Für die ist das etwas, was es nicht zu akzeptieren gilt. Die überwiegende Mehrheit zur Zeit des Paulus war nicht berufen. Die waren nicht herausgerufen. Für sie war die Wahrheit gleichbedeutend mit Torheit. Sie waren damals nicht zum Heil berufen. Also auch zur Zeit des Paulus ging es nicht darum, alle Menschen zum Heil zu führen. Kehren wir zum Buch Johannes zurück. Johannes Kapitel 6 und in Vers 53. Und wenn wir uns diese Stellen einmal ansehen, was Christus damals den Jüngern verkündet hat, die ihm gefolgt waren, dann muss man natürlich zuerkennen, dass das bewusst provokante Worte waren. Die waren provozierend. Die waren nicht gewählt, um alle Menschen zu Christus zu ziehen. Ganz im Gegenteil. Johannes Kapitel 6 und Vers 53. Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esset und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Und die haben natürlich nicht verstanden, was er damit sagen wollte. Die haben jetzt gefragt, lehrt er uns Kannibalismus oder was? Christus sprach natürlich symbolisch hier. Er sprach von dem Passa, von den Symbolen des Brotes und des Weines. Aber er hat es damals nicht so erklärt. Warum? Nun schauen wir uns Vers 55 an. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise, sagt er hier, und mein Blut ist der wahre Trank. Vers 60. Und das war vorauszusehen. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Vers 66. Und von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Christus sprach absichtlich in dieser schwer verständlichen Weise und auch die Jünger, die bei ihm blieben, wie zum Beispiel Petrus, verstanden nicht, was er hier sagte. Aber die antworten und sagten, ja, wir verstehen das zwar auch nicht, aber wir wissen, dass du die Wahrheit hast und du wirst uns die Wahrheit zur gegebenen Zeit erklären. Aber das war nicht die Einstellung der Masse der Jünger, die von diesem Zeitpunkt an nicht mehr Christus nachfolgten. Und Christus wusste das natürlich. Er sprach absichtlich in dieser schwer verständlichen Weise, denn er wusste, dass viele aufgrund seiner Rede ihn ablehnen würden. Die würden ablehnen, ihm weiter zu folgen, aber er sprach so, weil er wusste, dass sie nicht wirklich von Gott berufen worden waren. Die waren aus was für Gründen auch immer ihm nachgefolgt. Vielleicht, weil sie die Zeichen gesehen hatten. Vielleicht, weil sie eben das Brot haben wollten, das Christus ihnen geben würde. Aber nicht aus den wahren Gründen, aus der wahren Motivation heraus. Man könnte hier sagen, Christus hat bewusst so gesprochen, um die Spreu vom Weizen zu scheiden. Auch hier sehen wir, er war nicht gekommen, um alle Menschen damals zu bekehren. Ganz das Gegenteil.
Johannes Kapitel 7, angefangen in Vers 1. Danach zog Jesus umher in Galiläa, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil ihm die Juden nach dem Leben trachteten. Es war aber nahe das Laubhüttenfest der Juden. Da sprachen seine Brüder zu ihm. Also schauen Sie, Christus hatte Brüder. Der hatte 4 Brüder. Aber die Brüder glaubten auch nicht an ihn. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Mach dich auf von hier und geh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen, die du tust. Also die Brüder haben mir ganz deutlich gemacht, sie waren nicht seine Jünger. Niemand tut etwas im Verborgenen, sagen sie hier, und will doch öffentlich etwas gelten. Sie haben also auch verstanden, dass Christus im Verborgenen wirkte. Willst du das, so offenbare dich doch vor der Welt. Vers 5. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Schauen Sie, Jesus offenbarte sich damals nicht der Welt. Selbst seine eigenen Brüder glaubten damals noch nicht an ihn. Sie würden später an ihn glauben, nach seiner Auferstehung, aber nicht zum damaligen Zeitpunkt. Sie verstanden damals nicht den Grund seines Kommens, wollten ihn scheinbar auch nicht verstehen. Johannes Kapitel 12. Johannes Kapitel 12, angefangen in Vers 37. Und obwohl er solche Zeichen vor ihren Augen tat, glaubten sie doch nicht an ihn. Das waren wiederum andere, die selbst aufgrund der Zeichen nicht an ihn glaubten. Damit erfüllt würde der Spruch des Propheten Jesaja, der da sagte: Herr, wer glaubt unserem Predigen? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Schauen Sie jetzt Vers 39. Darum konnten sie nicht glauben. Denn Jesaja hat wiederum gesagt: Er, also Gott, hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfe. Und das hat Jesaja gesagt, weil er seine, also Christi, Herrlichkeit sah und redete von ihm. Also Gott hatte die Augen der Menschen zur Zeit Jesajas und zur Zeit Jesu Christi verblendet, damit sie nicht zum Heil kommen könnten. Trotz der Zeichen, die Christus tun würde, nicht. Johannes Kapitel 15 und in Vers 16. Johannes Kapitel 15 und Vers 16. Hier geht es wiederum um die Berufung, um die Auserwählung. Das sind die Worte Jesu Christi zu seinen Jüngern. Nicht ihr habt mich erwählt, sagt Christus zu seinen Jüngern, sondern ich habe euch erwählt. Er hat sie berufen, er hat sie auserwählt. Und ich habe euch bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Auch in Vers 19 im gleichen Kapitel. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Schauen Sie, Christus hat seine Jünger erwählt. Er hat sie aus der Welt herausgerufen. Er kam nicht, die Welt zu bekehren, sondern seine Jünger, die er aus der Welt herausgerufen hatte. Und die kamen auch nicht zu ihm aus eigenem Antrieb. Die kamen, weil sie von Gott dem Vater zu Christus gezogen wurden. Das heißt ja, wie wir gelesen hatten, dass Christus sagt, keiner kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Warum, wollen wir uns kurz die Frage stellen, warum beruft Gott nicht alle Menschen zu allen Zeiten? Warum ruft er seine Jünger aus der Welt heraus, aber beruft die Welt im Ganzen und Großen zur Zeit noch nicht? Nun, in Jakobus Kapitel 4 wird uns eine Antwort gegeben. Jakobus Kapitel 4 und in Vers 17. Denn schauen Sie, mit Erkenntnis kommt Verantwortung. Jakobus Kapitel 4 und Vers 17. Es heißt hier, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Mit anderen Worten, wer die Wahrheit kennt und nicht danach lebt, der sündigt. Und er sündigt in weitaus größerem Maße als jemand, der die Wahrheit nicht kennt. Wenn jemand weiß, dass er zum Beispiel die 10 Gebote halten muss und es nicht tut, der sündigt. Nun, jemand, der gegen die Gebote verstößt, der sündigt auch, aber der sündigt in Unwissenheit. Das ist eine andere gewisse verschiedene Kategorie. Schauen Sie,
was Paulus uns gesagt hat im 1. Timotheusbrief, als er von seinem früheren Leben sprach, ein Leben der Auflehnung gegen Gott, aber er wusste es nicht besser. Der war ja der Saulus, der die wahren Christen verfolgte vor seiner Bekehrung. 1. Timotheus 1, angefangen in Vers 12. Er sagt hier, ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt. Schauen Sie, es ist Christus, der Paulus in das Amt eingesetzt hat. Paulus kam nicht, um sich selbst in das Amt einzusetzen, wie das heute viele Prediger tun wollen. Die ernennen sich selbst zu Predigern, zu Geistlichen, werden nicht eingesetzt von Gott zu diesem Beruf oder dieser Berufung. Vers 13. Mich, sagt Paulus hier, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan, im Unglauben. Schauen Sie, hier ist der Unterschied. Vor seiner Berufung sündigte Paulus auch, aber er tat es in Unwissenheit. Er tat es im Unglauben. Jemand, der aber weiß und es tut, dem ist es schwerere Sünde, wie uns Jakobus klar macht. Schauen Sie, in Johannes Kapitel 9 lesen wir eine interessante Auseinandersetzung zwischen Christus und den Pharisäern. Johannes Kapitel 9, angefangen in Vers 39. Und Jesus sprach, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die nicht sehen, sehend werden. Mit anderen Worten, er würde jemand, der geistlich blind war, herausrufen aus dieser Welt und ihnen die Wahrheit verkünden und zeigen. Und die sehen, sagt er, die sollen blind werden. Nun, was meinte er damit? Vers 40. Da hörten einige der Pharisäer das, die bei ihm waren, und fragten ihn, sind wir denn auch blind? Vers 41. Jesus sprach zu ihnen, wäret ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Jedenfalls nicht die Art der Sünde, von der Jakobus spricht, der weiß, Gutes zu tun und es nicht tut. Weil ihr aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Was er damit meint, ist Folgendes. Die Pharisäer sagten, sie verstünden die Wahrheit. Und zu einem gewissen Grade stimmte das ja auch. Sie hatten ja das Alte Testament. Sie wussten zu einem gewissen Grade, was Gott von ihnen verlangte, zumindest vom Buchstäblichen her gesehen. Sie wussten, dass Gott sagte, man solle die 10 Gebote halten. Doch sie lebten nicht so, wie sie es sollten. Sie lehrten anderen, so zu leben, und lebten selber nicht so. Sie bereuten ihre Sünden nicht. Schauen Sie, und Gott vergibt uns nur, wenn wir unsere Sünden bereuen. Und deswegen sagt Christus hier, wenn ihr sagt, ihr seid sehend, dann bleibt eure Sünde. Ihr seht zwar die Wahrheit, aber ihr lebt nicht nach der Wahrheit. Dann bleibt eure Sünde. Eine Vergebung ist nicht möglich, solange wie ihr nicht bereut. Im Hebräerbrief, im 6. Kapitel, wird uns auch klar und deutlich eine Warnung gegeben, wenn wir die Wahrheit erkannt haben, wenn wir den Heiligen Geist bekommen haben, aufgrund unserer Reue, aufgrund unserer Bekehrung, und dann gleichwohl die Wahrheit verleugnen, dann ist ein sehr schlimmes Schicksal für uns vorgesehen. Hebräer Kapitel 6, angefangen in Vers 3. Er sagt, das wollen wir tun, euch weiter die Wahrheit verkünden, wenn Gott es zulässt. Denn es ist unmöglich, die, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist, mit anderen Worten, die haben den Heiligen Geist erhalten, und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern, zur Buße, zur Reue, zur Umkehr, da sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und ihn zum Spott machen. Eine ernste Warnung. Schauen Sie, wenn wir die Wahrheit wirklich erkannt haben, wenn wir den Heiligen Geist wirklich von Gott empfangen haben und wenn wir dann doch abfallen und uns von der Wahrheit abkehren, dann gibt es keine weitere Möglichkeit mehr der Vergebung. Warum? Nun, der Grund ist, dass ein solcher endgültiger, wohlüberlegter, hasserfüllter Abfall unsere Ablehnung des Weges Gottes dokumentiert. Wir wollen dann nicht mehr bereuen. Wir sind zufrieden mit diesem alten, neuen, alten Weg. Und von daher ist eine Reue oder eine Vergebung dann auch nicht mehr möglich. Schauen Sie, wenn Sie nicht bereuen wollen, dann können Sie auch nicht mehr bereuen.
Und wenn sie aber nicht bereuen, dann kann Gott ihnen auch ihre Sünden nicht vergeben. Auch im Hebräerbrief Kapitel 10, gibt uns Paulus eine ähnliche Warnung, angefangen in Vers 26. Hebräer Kapitel 10, angefangen in Vers 26. Denn wenn wir mutwillig sündigen, das ist eine total andere Kategorie als jemand, der in Unwissenheit sündigt, oder auch jemand, der aus einer gewissen Schwachheit heraus sündigt, wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir in Fort kein anderes Opfer mehr für die Sünden, sondern nichts als ein schreckliches Warten auf das Gericht und das gierige Feuer, das die Widersacher verzehren will. Es geht also nicht hier um ein ewiges Leben in der Hölle, es geht darum, dass ein Feuer die Widersacher, die die unvergebbare Sünde begangen haben, verzehren wird. Die werden ausgelöscht werden, ihre Existenz wird aufhören. Gott ist kein Gott, der jemanden für alle Ewigkeit in einer Hölle quälen wird, aber er wird durch seine Barmherzigkeit heraus einen solchen, der sich total aufgelehnt hat gegen ihn und von daher in ewiger Feindschaft gegen Gott leben würde, der wird ihn einfach aus seiner Existenz befreien. Aber auch hier sehen wir wiederum die Warnung. Wir sündigen mutwillig, wenn wir die Wahrheit voll erkannt haben, wenn wir die Wahrheit voll gelebt haben, wenn wir Gottes Wirken in unserem Leben gespürt haben, erfahren haben. Und wenn wir dann doch uns von ihm abwenden. Das bezieht sich natürlich nicht auf Menschen, die die Wahrheit nie völlig erkannt haben. Das bezieht sich nicht auf Menschen, die den Heiligen Geist nie erhalten haben. Aber darum beruft Gott auch zur jetzigen Zeit nicht alle Menschen. Denn viele könnten die Wahrheit nicht in ihrem Leben auf die richtige Weise dann auch durchsetzen. In Apostelgeschichte Kapitel 17 lesen wir eine weitere interessante Stelle. Apostelgeschichte Kapitel 17 und Vers 30. Apostelgeschichte 17 und Vers 30. Da sagt Paulus, zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweg gesehen. Also wenn jemand in Unwissenheit lebt, wie das auch Paulus selbst getan hatte, das übersieht Gott in der Weise, dass er nicht sagt, ihr habt also jetzt gesündigt, ihr könnt niemals mehr Vergebung erlangen, ihr werdet niemals mehr zum Heil geführt werden. Nein, Gott hat über die Zeit der Unwissenheit hinweg gesehen. Aber nun gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun oder bereuen. Dieses Gebot besteht. Aber Gott weiß auch, dass nicht alle diesem Gebot folgen werden. Sind die dann von daher für alle Ewigkeit verloren? Auf keinen Fall. Und doch lesen wir, dass jeder zu Christus kommen kann, wenn er will. Oder lesen wir das? Nun, einige sagen das. Schauen wir uns einmal auf Offenbarung Kapitel 22 an. Das letzte Buch der Bibel im Neuen Testament. Offenbarung Kapitel 22. Die sagen, ja, hier steht es doch. Also jemand, der nur will, der kann also auch zu Christus kommen. Ist das das, was die Bibel lehrt? Das würde an sich sehr merkwürdig klingen im Hinblick auf all die Stellen, die wir bislang gelesen haben. Offenbarung Kapitel 22 und Vers 17, da heißt es hier, der Geist und die Braut, die wahre Kirche Gottes, sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Schauen Sie, wenn jemand wirklich zu Christus kommen will, dem wahren Christus, der unser Herr sein soll, der uns befiehlt, wie wir leben sollen, dann hat der Vater bereits begonnen, ihn zu ziehen. Schauen Sie, die meisten Menschen heute, wie auch die meisten Menschen in vergangenen Zeiten, die wollen ja doch wirklich gar nicht zu Christus kommen. Die meisten sagen sogar heute, es gibt verschiedene Wege, zum Heil zu gelangen. Und selbst die, die sich Christen nennen, wie viele sind wirklich bemüht, die Gebote Jesu Christi und Gottes des Vaters zu halten. Aber was geschieht dann mit denen, die nicht zu Christus gekommen sind? Die Jahrhunderte hinweg noch nie etwas von Christus gehört haben? Oder die vielleicht nominell Christen sind, aber nicht so leben, wie sie leben sollten? Sind die für alle Ewigkeit verloren? Das kann ja nicht sein, wenn Gott uns sagt, er will, dass alle Menschen zum Heil gelangen. Und er sagt aber auch, dass man nur durch Jesus Christus zum Heil gelangen kann. Schauen wir uns in Johannes Kapitel 7 an, was Christus uns hier sagt. Johannes Kapitel 7, angefangen in Vers 37. Johannes Kapitel 7, Vers 37. Aber am letzten Tage des Festes, der der höchste war, trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke.
Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da. Denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Christus sprach diese Worte, wie wir gerade gelesen haben, am letzten oder auch am achten Tage des Festes, der dem sogenannten oder wie der in der Bibel genannt wird, dem Laubhüttenfest folgt. Das Laubhüttenfest ist eine siebentägige Zeit der Verehrung Gottes. Das spiegelt das Millennium wider, das tausendjährige Reich, die Zeit, wie Jesus Christus hier auf Erden herrschen wird, nach seiner Wiederkunft. Und dann gibt es noch diesen letzten Tag, diesen achten Tag des Festes, der spiegelt eine zukünftige Zeit wider, wenn alle Menschen, die hier auf Erden gelebt haben, auferweckt werden, die dann zum Heil berufen werden. Alle die Menschen, die zurzeit verblendet sind, alle die Menschen, die in der Vergangenheit nie etwas von Christus gehört haben, die werden ihre Gelegenheit zum Heil bekommen. Denn sonst würde ja die Aussage Gottes und Jesu Christi, dass alle Menschen zum Heil gelangen sollen, ja gar keinen Sinn ergeben. Wenn heute Gott alle Menschen oder die meisten jedenfalls verblendet hat, die werden ihre Möglichkeit, das Heil zu erlangen, bekommen in der Zukunft. Dann wird Gott ihnen die Augen öffnen. Und sie werden die Möglichkeit erhalten, Christus als ihren Erlöser anzunehmen. Ich habe vor kurzem eine Predigt gegeben mit dem Titel, gibt es ein Leben nach dem Tode? Und die ist auch auf der Internet, auf der Webseite, unserer Webseite erhältlich. Wenn Sie die noch nicht gehört haben, dann hören Sie sich die einmal an. Hier nur ganz kurz als Zusammenfassung, eine Stelle in Offenbarung Kapitel 20, wo nämlich von einer zweiten Auferstehung gesprochen wird. Schauen Sie, die meisten Menschen wissen nur von einer Auferstehung. Die meinen, wenn Christus zurückkommt, werden alle Menschen auferstehen. Das ist die Auferstehung des jüngsten Gerichtes. Das hat Christus nie gelehrt. Wenn Christus zurückkommt, werden nur die auferstehen, die in Christus gestorben sind. Aber nicht die anderen. Die kommen später. Hier in der Offenbarung wird das klar zum Ausdruck gebracht. Offenbarung Kapitel 20, angefangen in Vers 4. Da heißt es hier in dieser Vision, ich sah Throne und sie setzten sich darauf und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren des Zeugnisses von Jesus um des Wortes Gottes willen. Es heißt dann hier, diese wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre, dieses Millennium, dieses tausendjährige Reich. Die anderen Toten, schauen Sie, die wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Also die werden dann auch lebendig werden, aber die wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Diese Auferstehung, wenn die ersten Toten lebendig werden, heißt es hier, dies ist die erste Auferstehung. Wenn es also eine erste Auferstehung gibt, dann muss es also auch zumindest eine zweite Auferstehung geben. Und die wird jetzt beschrieben, angefangen in Vers 11 von Offenbarung Kapitel 20. Das heißt hier das Weltgericht in meiner Bibel hier. Und ich sah einen großen weißen Thron. Das wird manchmal auch das große weiße Throngericht genannt. Und den, der darauf saß, und vor seinem Angesicht floh die Erde und der Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, mit anderen Worten, die, die noch nicht auferweckt worden waren. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron. Und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Schauen Sie, das Buch des Lebens symbolisiert ja den Empfang des Heiligen Geistes. Jetzt ist dieses Buch aufgetan für alle Menschen. Jetzt können sie den Heiligen Geist erlangen, wenn sie wollen. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Aber die werden eine Gelegenheit erhalten, jetzt so zu leben, wie sie hätten leben sollen. Aber damals hatte Gott ihnen die Augen ja noch verblendet. Jetzt sind ihnen die Augen aufgetan. Jetzt können sie die Wahrheit Gottes erkennen. Jetzt können sie die Wahrheit leben. Jetzt können sie den Heiligen Geist erlangen, jetzt können sie das genau das gleiche Potenzial erhalten, was auch die erhalten werden, die bereits zum Zeitpunkt der Wiederkunft Christi in Christus gelebt hatten, nämlich ein ewiges Mitglied, ein Geistwesen in der Familie Gottes zu werden. Das ist die zweite Auferstehung, aber nicht die erste. Schauen Sie, heute sind die, die berufen sind von Gott, die Auserwählten, wie wir das in vielen Stellen der Bibel lesen, die werden auch die Erstlinge genannt. Oder die Erstfrüchte. Sie können dies in Jakobus Kapitel 1 und Vers 18 lesen. Sie können dies in Offenbarung Kapitel 14 und Vers 4 lesen. Die werden Erstlinge genannt. Wenn es also Erstlinge gibt, muss es auch welche geben, die diesen Erstlingen folgen. Schauen wir uns auch eine Stelle in Römer Kapitel 8 an, die deutlich davon ausgeht, dass heute nur wenige berufen sind.
Die werden Berufene genannt. Die sind auserwählt, wie Matthäus Kapitel 24 und Vers 22 uns sagt. In Matthäus 24, Vers 22 nebenbei gesagt, heißt es, dass es eine Zeit geben wird, die so schrecklich sein wird, es wird auch die größte Trübsal genannt, dass die ganze Welt zerstört werden würde, wenn nicht Jesus Christus eingreifen würde, um diesen Wahnsinn zu beenden. Aber was sagt er da an dieser Stelle? Um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt werden, damit nicht alle Menschen sich gegenseitig vernichten werden. Aber hier in Römer Kapitel 8 lesen wir angefangen in Vers 28. Römer Kapitel 8, angefangen in Vers 28. Hier ergibt sich der Plan Gottes. Der steht im krassesten Widerspruch zu der Idee, dass heute alle Menschen berufen sind, dass heute alle Menschen zum Heil kommen können. Römer Kapitel 8 und Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Vers 32. Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Vers 33. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Es geht hier um Berufung. Es geht hier um Auserwählung. Es geht hier sogar um Vorherbestimmung. Das zeigt, dass nicht alle Menschen heute berufen sind, dass nicht alle Menschen heute auserwählt sind, auserlesen sind, um die Geheimnisse des Reiches Gottes verstehen zu können. Das sind nach wie vor Geheimnisse für die meisten Menschen. Aber alle, die in diesem Leben nicht berufen wurden, die werden ihre Gelegenheit zur Berufung erlangen. In der zweiten Auferstehung von den Toten, wie wir gerade eben ja gelesen haben. Doch sagt uns die Bibel nicht, dass heute der einzige Tag des Heils ist. Mit anderen Worten, dass es nur heute die Gelegenheit gibt und die Möglichkeit, sich zu Gott zu bekehren. Steht das nicht im 2. Korintherbrief, Kapitel 6? Schauen wir uns die Stelle an. Die wird von einigen angeführt, um uns weismachen zu wollen, dass heute alle Menschen sich zu Christus bekehren müssen. Und die, die es nicht tun, werden für alle Ewigkeit in der Hölle dann Qualen erleiden. 2. Korinther Kapitel 6 angefangen in Vers 1. Schauen wir uns an, was Paulus hier sagt. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Denn er spricht im Buch Jesaja: Ich habe dich zur Zeit der Gnade erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Heißt das mit anderen Worten, dass wir uns heute alle, die gesamte Menschheit, bekehren müssen, weil es nur heute diesen Tag des Heils gibt? Keineswegs. Schauen Sie, Paulus spricht ja hier gar nicht die Masse der Menschen an. Paulus spricht hier ja die Kirche an. Er schreibt ja den Kirchenmitgliedern. Und er sagt denen: Ich bete, dass ihr nicht die Gnade Gottes umsonst empfangt, denn für euch ist in der Tat heute der Tag des Heils. Wer heute berufen ist, für den ist es heute die Gelegenheit, den Weg Gottes voll und ganz zu gehen. Aber das gilt nicht für die Masse der Menschen, das gilt nur für diejenigen, die Gott berufen hat. Wenn Paulus über Nichtmitglieder spricht, über andere, die nicht berufen worden sind, schauen wir uns an, was er da sagt. In 1. Korinther Kapitel 5. 1. Korinther Kapitel 5 und in Vers 12. 1. Korinther Kapitel 5, angefangen in Vers 12. Denn was gehen mich die draußen an, dass ich sie richten sollte? Paulus sagt, ja, ihr müsst natürlich die Angelegenheiten der Kirche regeln, aber wenn es sich um Leute geht, die nicht in der Kirche sind, die brauchen wir, die sollten wir nicht richten, die sollten wir nicht verdammen. Er sagt, habt ihr nicht die zu richten, die drinnen sind? Gott aber wird die draußen sind richten. Wann? Nun, im meisten Falle während des 1000-Jahr-Reiches oder auch während der Zeit der zweiten Auferstehung. Nicht unbedingt heute. Aber auch hier sieht man deutlich, dass Paulus nicht gelehrt hat, dass heute alle zum Heil kommen müssen. Und wer nicht zum Heil heute kommt, der wird für ewig verstoßen sein
von Gott. Nein, Gott wird die dann richten, die wird die ausrichten, die richtige Lebensweise offenbaren, zu seiner Zeit. Was ist heute eigentlich die Aufgabe der Kirche? Die meisten würden sagen, ja, die Kirche hat die Aufgabe, heute alle Menschen zu bekehren. Jedenfalls so viel, wie es eben geht. Deswegen gibt es so viele Bekehrungsversuche. Deswegen haben so viele Missionare versucht, Menschen in anderen Ländern zu bekehren. Aber ist das wirklich die Aufgabe der Kirche heute? Schauen wir uns Matthäus Kapitel 24 an und schauen wir uns an, was Christus sagt, was die Aufgabe der Kirche ist. Matthäus Kapitel 24 und Vers 14. Und das deckt sich auch mit dem, was Jesus Christus selbst getan hat, als er hier auf Erden war. Der hatte nicht versucht, alle Menschen zu bekehren. Matthäus Kapitel 24 und Vers 14, das ist eine Prophezeiung für unsere Zeit heute. Es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Es wird gepredigt werden, das Evangelium, die frohe Botschaft, die gute Nachricht vom Reich Gottes in der ganzen Welt zu einem Zeugnis. Nicht um alle Menschen zu bekehren, sondern zu einem Zeugnis, zu einer Warnung, wenn man so will. Und einige werden hören, natürlich. Und einige werden sich bekehren, wenn sie Gott aufgrund der Verkündigung des Evangeliums beruft. Aber die Berufung muss nach wie vor von Gott kommen. In Römer Kapitel 10 sagt uns Paulus natürlich, dass es unbedingt notwendig ist, das Evangelium vom Reich in aller Welt zu verkünden. Denn nur durch diese Verkündigung kann jemand überhaupt erst einmal zu Gott kommen. Aber es ist gleichwohl Gott, der einen berufen muss. Römer Kapitel 10, angefangen in Vers 14. Paulus sagt hier, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Ich meine, wie kann man zu Gott beten, an den man noch nicht einmal glaubt? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören, schauen sie, ohne Prediger? Aber jetzt kommt's. Nicht jeder, der meint, ein Prediger zu sein, ist auch ein Prediger, der von Gott berufen wurde, dies zu tun. Denn wie sagt er in Vers 15? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Gott muss jemanden senden, um die Wahrheit zu verkünden. Wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Und dann fährt Paulus fort zu sagen in Vers 16, aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam. Wie bitte? Ich meine, wir müssen gehorsam sein? Nein, heute braucht man nur an Gott zu glauben, an Christus zu glauben, dann ist alles in Butter, wie man so schön sagt. Nein, nein. Man muss dem Evangelium gehorsam sein. Und so fährt Paulus fort zu sagen, denn Jesaja spricht, Herr, wer glaubt unserem Predigen? Vers 17, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Und so geht es also natürlich darum, die Wahrheit zu verkünden, das Evangelium zu verkünden. Und es geht dann darum, dass die, die das Evangelium hören und wirklich von Gott berufen sind, dann auch beginnen, dem Evangelium gehorsam zu sein, das zu tun, was uns Gott sagt. In anderen Worten, jemand, der auf das Evangelium reagiert, in der richtigen Weise, weil Gott ihn zieht, weil Gott ihn zu Christus führt, der wird dann auch sich bekehren, der wird dann auch bereuen, der wird dann auch sehen, wie er gelebt hat, dass es falsch war. Und er wird dann auch den Glauben daran haben, dass Christi Opfertod die Sündenvergebung herbeiführt. Und er wird sich dann auch taufen lassen und durch die Taufe die Gabe des Heiligen Geistes erlangen. In Matthäus Kapitel 28 gibt uns Christus einen weiteren Kirchenauftrag sozusagen. Er zeigt uns, was die Kirche tun soll und was wir, die wir Teil des Leibes Christi sind, des geistlichen Leibes, tun sollen. Und einige sagen, aha, aber hier steht es ja deutlich, die Kirche hat den Auftrag, alle zu bekehren. Ist das wirklich das, was Christus gesagt hat? Matthäus 28, angefangen in Vers 18. Er sagt, Christus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist nach seiner Auferstehung. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Es geht auch hier wieder um Gehorsam. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Also das hört sich ja doch ein bisschen nach Bekehrung an, nicht wahr? Mache zu Jüngern alle Völker, heißt es hier.
Nun, das Problem mit dieser Übersetzung ist, dass diese Übersetzung sehr ungenau ist. Luther hat es ursprünglich wie folgt übersetzt: Lehret alle Völker. Und das steht wiederum im Einklang zu dem, was wir gerade in Matthäus 24 gelesen haben, das Evangelium zu einem Zeugnis zu verkünden. Es geht hier nicht darum, alle Völker zu Jüngern zu machen, das wäre ja auch ganz unmöglich, zum diesseitigen Zeitpunkt jetzt. Aber es geht darum, alle Völker zu lehren. Schauen Sie, im Markus-Evangelium, Kapitel 16, finden wir nämlich eine Parallelstelle, die uns deutlich macht, dass es nicht darum gehen kann, alle Völker zu Jüngern zu machen, die gewaltsam bekehren zu wollen. Es geht darum, die Wahrheit zu lehren. Aber gleichwohl hat dann jeder nach wie vor die Fähigkeit oder sagen wir einmal die Freiheit, die Wahrheit abzulehnen. Und natürlich, wenn Gott denen die Augen verblendet hat, können sie die Wahrheit sowieso nicht erkennen. Markus Kapitel 16, angefangen in Vers 15. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Darum geht es, das Evangelium zu predigen. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, also die Möglichkeit nicht zu glauben, besteht nach wie vor. Es geht nicht darum, alle zu bekehren. Wer da glaubt, wird gerettet werden. Wer da nicht glaubt, der wird verdammt werden. Aber auch hier muss man sagen, es geht nicht um ewige Verdammnis. Es geht darum, der wird zunächst einmal verurteilt werden. Der wird also dahingehend verurteilt werden, dass er nicht den Heiligen Geist erlangen kann in diesem Leben. Aber wie wir gesehen haben, besteht ja dann die Möglichkeit der zweiten Auferstehung. Die Gewissheit der zweiten Auferstehung, die Tatsache, dass die dann auferweckt werden, um dann die Wahrheit besser begreifen zu können und Gottes Weg wirklich gehen zu wollen. Es heißt mit anderen Worten, die nicht glauben, bekommen zum jeweiligen Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt, wenn sie nicht glauben, den Heiligen Geist noch nicht, aber sie werden diese Möglichkeit nach wie vor in der zweiten Auferstehung erhalten. Die Quintessenz des Ganzen ist folgendes: Gott muss uns den Verstand öffnen. Er muss uns zum Heil führen. Er muss uns herausrufen aus dieser Welt, zum Heil berufen, den Schleier des Unglaubens, der über der ganzen Welt liegt, entfernen. Was uns individuell angeht, so sind wir aufgefordert, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen, ein Beispiel zu sein, anderen zu zeigen, dass Gottes Lebensweg ein Weg der Freude, ein Weg des Friedens sein kann, ein Weg der Harmonie in der Ehe, ein Weg des Erfolgs, der Segnungen auch im Familienleben. Schauen Sie, Gott wird alle Menschen zu seiner Zeit berufen, doch für die meisten ist diese Zeit heute noch nicht gekommen. Doch wenn sie berufen sind, aus dieser Welt herauszukommen, Gottes Lebensweg zu gehen, dann konzentrieren sie sich auf ihre Aufgabe. Das heißt, dass ihr Charakter verbessert wird, dass sie sich ändern können, dass sie sich bekehren können. Das ist ihre Aufgabe, nicht die Aufgabe, andere bekehren zu wollen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.